mal, hier kann ich mir noch blaue Farbe mitnehmen irgendwo hin. Brauche ich bestimmt auch. Quatsch. Kann ich den überall hinrotzen? Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Genau. Einfach überall hin. Da kann ich gar nichts hinschießen. Wow, wow. Da habe ich mir eine Plörre gesetzt. Verdammt. Ich glaube, den Sprung muss ich einfach ein bisschen besser timen. Dit ist noch da. Na. Keine Ahnung, was muss ich denn hier wohl alles. Das muss ich mit Sicherheit blau machen da. Vielleicht mit mehr Anlauf. Geronimo! Das läuft, das läuft. Jawohl. So. Platsch. Muss ich jetzt hier so weit machen? Hui. Da höher noch irgendwie dran schießen? Nee, aber da würde ich gerne hin. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn ich mache so? Zack, mit ein bisschen mehr Schwung läuft die ganze Geschichte doch schon wieder viel besser. Hier ist Kaka. Hier sieht auch noch Kaka aus. Ah, hier ist was zum Dranschießen. Dann. Eure scheiß Facility ist kaputt. Jetzt mal alles einsauen hier. Komm her. Oh. Hüpft der jetzt die ganze Zeit hier hin und her oder was? Wenn ich ihn denn lasse? Dann kann ich ihn hier bestimmt sauber machen, wa? Jawohl. Keine Ahnung, was das macht. Mach da was auf.
Idee. Sehr schön. Einen ähnlichen Umgangston hatte ja, glaube ich, auch Steve Jobs bei Apple mit den Leuten. Ich glaube doch mal die Geschichte, dass die Leute die Fahrstühle nicht benutzen, weil sie Angst hatten, dass Steve Jobs begegnen, weil der mal angeblich da einen gefragt hätte. The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. Aber freilich. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Die Geschichte, dass einer von den Mitarbeitern Fahrstuhl gefahren ist und Steve Jobs mit in den Fahrstuhl eingestiegen ist und den gefragt hat, na und woran arbeiten sie gerade, und der hat ihm irgendwie erzählt und hat der Jobs gesagt, gefällt mir nicht, sind gefeuert. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder ob nicht, aber wer weiß das schon so genau. So, wie komme ich denn hier raus? So schon mal nicht. Da kann ich was hinschießen. Was hab ich denn davon? Ah. Gehen wir doch mal darüber. Kann das ja. Ja, hier scheint es weiterzugehen, ne? Was hier? Nüscht. Nüscht! Pump Station Beta. Ich will da einen Knopf umlegen, um irgendwas anzumachen. Ne. Ah, blau-rot. Katapultieren. Hey, blau. Hey, orange. Das heißt, ich muss so und dann das Orangene schießen. Richtig, richtig. Jawohl. Geh auf. Ah. Ich will beides. Rot macht nochmal. Macht Rot nochmal. Schnell laufen, ne? Also man rennt dann wesentlich schneller, wenn man auf dem roten Giel drauf rumrennt. Control Room. Meine Herren. Warum haben die das denn gebaut hier? Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt. Sir, testing. Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't
don't you just go ahead and not touch anything, unless it's test related? Na, ich bin fast dabei, nichts anzufassen. Okay, was ist hier? Nix irgendwie. Moving Platform, use Handrails. Na, das sieht doch einladend aus. Zack. Oh, hi. Was? GLaDOS? Hey. Oh, thanks. Did you feel that? That idiot doesn't know what he's doing up there. This whole place is going to explode in a few hours if somebody doesn't disconnect him. I can't move, and unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body, you're going to need me to replace him. We're at an impasse. So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go. Große Worte, GLaDOS. Es ist schön, die Kartoffel aufgepiekst. Mit GLaDOS dran. Was passiert denn da jetzt gerade? Da muss ich wohl auch wieder irgendwie rüber schießen, wa? Ja, fast. Ein Stückchen höher vielleicht. Dum 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 dum. So. Na und GLaDOS, gehst du kaputt hier durch? Nein. Das wäre ja die Krönung gewesen. Und immer höher. Höher hinauf in diese Kackbude hier. The reunion. The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. Hold on, hope. Caron, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? Ah. Caroline. Caroline und GLaDOS. So, da haben wir rotes Zeug, nämlich jetzt. Kriege ich denn den Würfel her? Ich müsste jetzt hier nämlich Katzöng. War gar nicht so pfiffig jetzt. Na doch, eigentlich schon, aber... Ui.
bin verwirrt. Ich glaube, ich muss hier das rote Zeug reinspritzen. Schön mal da rein klambusern, aber ist gerade nicht ganz so klar genau wie. Weil ich muss auf jeden Fall erstmal hier hoch. Dann kann ich so schnell hier rüber, dass noch was rauskommt? Nee, nicht wirklich. Wie mache ich denn das jetzt? Was macht denn der Schalter hier überhaupt? Ah. Ja, okay, dafür brauche ich aber erst irgendeinen Würfel, ne? Und den kriege ich wahrscheinlich erst wieder hinten irgendwo und blablabla. Ja, aber. Wie? Wie mockt mir das? Habe ich Idee, glaube ich. So. Und so. Jawohl. Und jetzt kann ich hoffentlich mit Anlauf da nämlich über den Krümpel da springen. Bombs. ja doch. So. Jetzt können wir nach oben springen, wa? Here we go! Cool. Muss ich das andersrum machen oder wie? Hier volle Kanne reinrennen. Ja. Okay, I guess emotional outbursts require more than 1.6 volts. Now we know that. We just need to relax. We're still going to find out what the hell's going on here. But calmly. Dann mal hier blau. Und rot, alles da. Mhm. Sieht doch so aus, als müsste ich darüber hüpfen. Oh, ich glaube. Ach, Kerl. Ja, nur mit Blauportal geht das nicht. Das so. Okay. Hui. Hui, hui, hui. Und jetzt? Boing, boing. Oh, direkt vor das Ding. Hmm.
Das ist pfiffig, oder? Sehr schön. So eine Fliege macht echt Bock, ey. Das ist richtig cool. Wir werden es herausfinden, GLaDOS. Wir beide zusammen. Hm, was hältst du davon?